Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen hier im Trader Online Stream. Wir sind hier im Regen im Trader Superstore und spielen Magic Commander Precon. Haben uns hier eingefunden, spielen vier verschiedene Commander hier. Gibt auch ganz viele andere Sammelkartenspiele. Guckt auf der Website vorbei. Holt euch vielleicht mal selber ein Ticket. Leute sind super nett. Probiert es einfach aus. Spielt mit, kommt vorbei. Sind immer super viele da, die auch mal zum ersten Mal da sind. Ja, und wir fangen jetzt an. Ich bin Fabian. Ich spiele heute XL Spross von Atraxa. Fliegend, Wachsamkeit, Toxisch 2. Und wenn in jedem Endsegment, zu Beginn meines Endsegments, schickt jeder Gegner, der 3 oder mehr Giftmarken hat, die oberste Karte seiner Bibliothek verdeckt ins Exil. Solange die Karten im Exil bleiben, kannst du sie anschauen und zu spielen, um sie zu wirken. Kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana jeder Farbe. Ich möchte, ja, ich spiele Gift. Viel Spaß, was auch immer mit der Information jetzt anfängt. Genau, du darfst dich vorstellen. Ja, mein Name ist Betulialdis. Ich spiele heute das Eldrazi-Deck, und zwar Ulalek, verschmolzene Grausamkeit. Ist eine legendäre Eldrazi-Kreatur mit 2,5, ist Fahl, diese Karte hat keine Farbe. Immer wenn du einen Eldrazi-Zauberspruch wirkst, kannst du 2 farblose bezahlen. Falls du dies tust, kopiere alle Zaubersprüche, die du kontrollierst, und kopiere dann alle anderen aktivierten und ausgelösten Fähigkeiten, die du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Und Mana-Fähigkeiten können nicht kopiert werden. Eldrazi-Doppler, super. Hi, ich bin der Christopher. Ich spiele Gonti, gerissener Beschaffer. Zaubersprüche, die du wirkst, aber nicht besitzt, kosten beim Wirken ein weniger. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, schaue dir die oberste Karte der Bibliothek jenes Spielers an und schicke sie dann verdeckt ins Exil. Du kannst die Karten spielen, solange sie im Exil bleiben, und Mana beliebigen Typs kann ausgegeben werden, um jeden Zauberspruch zu wirken. Also ich versuche relativ viel zu klauen, wenn es geht. Ja moin, mein Name ist Malte und ich spiele heute Nelly Borka, impulsive Anklägerin. Die hat Wachsamkeit, und immer wenn Nelly Borka, impulsive Anklägerin, angreift, verdächtige eine Kreatur deiner Wahl, stachle danach alle verdächtigen Kreaturen an. Verdächtigen ist, die Kreatur hat Bedrohlichkeit und kann nicht blocken. Immer wenn einer mehrere Kreaturen, die ein Gegner kontrolliert, einem oder mehreren deiner Gegner Kampfschaden zufügt, ziehst du und der Beherrscher jener Kreatur jeweils eine Karte. Also im Endeffekt, ich hoffe, dass Leute mich nicht angreifen, und damit dürfen sie Karten ziehen. Ja, fangen wir an. Malte hatte eben den Würfelwurf geworfen, der Turn 1. Alles klar, dann ziehe ich mal für meinen Turn. Dann spiele ich ein Gebirge vor Turn. Dann tappen wir das Gebirge für ein Express-Schreiben. Wenn das Express-Schreiben ins Spiel kommt, wende er sich Überwachen 1 an. Also ich gucke mir die oberste Karte meiner Bibliothek an. Und dann darf ich die da drunter packen. Friedhof ist Friedhof. Überwachen. Hellsicht ist drunter packen. Okay, in den Friedhof, weil die möchte ich nicht. Ja, dann darf ich. Gut. Ja, ich hatte das kurze Befürchten, dass du mal wieder einen Soaring Turn 1 hast. Hatte ich gehofft. Ich habe Tapland Hellsicht 1. Lass sie hier oben. Und dann gebe ich ab. Das klingt nicht gut. No. Keine Sorge. So, dann spiele ich unbeanspruchtes Territorium. So wie das unbeanspruchte Territorium ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturtyp. Ich bestimme Eldrazi. Für Tappen erzeugt er ein farbloses. Oder für Tappen kann ich erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe, gibt dieses Mana nur aus, um einen Kreaturtypen des bestimmten Typs zu wirken. Moin Boxenjewel im Twitch-Chat, schön, dass du da bist. Hast du eine Karte gezogen? Ja. Dann bin ich dran, ne? Ja. Ich spiele den Tempel des Sichttums. Der kommt getappt ins Spiel, und wenn der Tempel des Sichttums ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an. Für Tappen erzeuge ich Sumpf oder Wald. Und dann bin ich fertig. Alles klar, dann untap, draw. Dann spiele ich als Mana for Turn Schleichweg der Diebe. Ich kann Mana erzeugen, oder für 4 kann ich eine Kreatur unblockbar machen in meinem Zug. Dann tappe ich beide für Talisman Überzeugung und Mana Rock. Also ich kann Mana erzeugen. Und dann müssen wir noch haben. Draw, ach, die kennt ich ja schon. Dann Command Tower, tap beide into Arcane Signet, Mana in beliebiger Farbe, Farbe eines Commanders. Dann gebe ich ab.
So, dann spiele ich Versteckter Innenhof. Der kann im Endeffekt das gleiche wie das unbeanspruchte Territorium. Ich wähle wieder Eldrazi als Kreaturtypen. Hm? Ist wieder farblos oder in der Farbidentität meiner Kreaturenquelle. Mhm. Dann tappe ich beide und spiele auch ebenfalls einmal Arcanus Petschaft und erzeuge damit wieder ein Mana. Ja. Gebe ich ab. Den Tappen. So, ich spiele eine Insel. Und dann für ein Wald und ein beliebig spiele ich die Turmschlange. 1-1, Reichweite Todesberührung. Wenn die Turmschlange ins Spiel kommt, durchsuche deine Bibliothek oder deinen Friedhof nach einer Karte namens Befehlsturm. Zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand. Falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische danach. Dann bin ich fertig. Alles klar, dann untap. Upkeep und draw. Dann spiele ich Tempel des Triumphers Mana for Turn. Der kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich Hellsicht 1 anwenden. Ich gucke mir die Karte an. Und die darf jetzt drunter, ne? Oben oder drunter, genau. Dann kommt die unten runter. Und dann bist du dran, Fabian. Okay. Ja. Auch nett. Nun. Dann spielen wir, habe ich ja alle Farben? Ja, eine Ebene. Und für Weiß, Schwarz, Blau ein weiteres. Spiele ich Excel, Spross von Atraxa. Und wird dann abgeben. Mhm. So, dann spiele ich ein Standardland. Tappe alle vier. Spiele dann noch Polyeder-Archiv, erzeugt zwei farblose für Tappen oder für zwei Mana, also zwei beliebige Opfer, das Polyeder-Archiv ziehe zwei Karten. Und dann gebe ich ab. Ich spiele den grünlicher Morast für ein beliebiges Mana und Tappen. Jetzt würde ich dann Sumpf und Wald erzeugen. Eine Insel und ein beliebig spiele ich dann die diebische Himmelstaucherin. Die hat Bonus X. X kann nicht 0 sein. Du kannst zusätzlich X bezahlen, so wie du diesen Zauberspruch wirkst. Die ist fliegend. Wenn die diebische Himmelstaucherin ins Spiel kommt und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden, übernimm die Kontrolle über ein Artefakt oder über ein Artefakt deiner Wahl mit meinem Betrag X oder weniger. Falls das Artefakt eine Ausrüstung ist, lege sie an die diebische Himmelstaucherin an. Ich hatte eigentlich... jetzt ist vorbei. Was hättest du denn geklaut? Ja, ich... Weil wir haben ein Mana-Artefakt, was er wahrscheinlich dann geopfert hätte. Genau, also. Lass das extra schreiben. Glaube ich, das war's. Achso, naja, dann ist egal, dann bringt das nichts. Aber ich greife nur an. Ich greife dich mit einem an. Dann kriege ich einen Damage. Ja. Was war's? Dann untap, draw, den Gebirge vertan und dann spiele ich für 1, 2, 3, 4 Mana, erhabenes Scheinbild. Wenn das erhabene Scheinbild ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie kommt getappt ins Spiel, danach mischen und wenn das stirbt, darf ich eine Karte ziehen. Also du bist dran und ich suche mir ein getapptes Standardland. Dann untap, keep draw. Das ändert meinen Turn tatsächlich. Das ändert meinen Turn. Dadurch habe ich genug Mana. Das ist cool. Ich spiele das verseuchte Feld. Ich tappe das für einen Sonnenring. Dann habe ich 2, 3, 4, 5, 6. Dann liegt schon viel Mana auf dem Feld. 3, 4 Mana spiele ich. Das aufgepropfte Exoskelett ist eine Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+200 Infizieren. Mhm. Heißt, sie macht zu ihren Schaden in Form von -1/-1 Marken für Kreaturen und Giftmarken bei Spielern. Heißt, ich für meine anderen beiden, weil ich habe jetzt tatsächlich genug zum Ausrüsten, rüste ich das hier aus. Mein Commander hat jetzt 4-7.
macht seinen 4 Schaden in Form von Giftmarken, hat nochmal Toxisch 2, heißt, es kommen noch 2 Giftmarken dabei. Heißt, 2-Turn-Kill. Und da er Fliegend und Wachsamkeit hat, da ist ein Blocker, hier und da nicht. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich bald Malte nicht mehr angreifen kann, wenn er anfängt, mich zu goaden. Gehe ich erstmal, und du auch noch einen Mana offen hast, 6 Poison Counter bei dir vorbeischicken. Ja, kriege ich 6 Damage, hab 6 Poison Counter. Nee, du kriegst tatsächlich nur Poison Counter. Achso, ich mach keinen, die macht keinen Schaden mehr, sondern nur noch Poison Counter. Soll ich einfach in der Mitte legen? Ich weiß nicht, ob hier so Poison Marker dabei sind. Ja, tatsächlich. Also 6 davon. Die Karte ist ein Problem. Also noch 4 und dann bin ich tot, okay. Noch 4 und das ist, du bist tot, das hast du richtig erkannt. Also das wird eine genau. Runde für mich, okay. Und immer wenn ich das Exoskeleton von der bleibenden Karte gelöst wird, opfere die bleibende Karte. Heißt, ich kann es nicht, wie ich will, hin und her schieben, weil ich sonst die Karte opfern muss. Okay. Mal kurz gucken. Ja. Das ist hart. Das ist richtig hart. Die muss weg. Das Schlimme ist, ja, okay, den Commander kann er zweimal wiederholen, aber die fällt die Ausrüstung dann auch ab? Und die bleibt die fällt ab, aber die bleibt im Spiel. Ja. Okay. Also die kann ich immer wieder für 2 ausrüsten. Boah, bitte. Genau. Moin, Angry Panda Mefa und dann... Gebe ich ab. Okay. Das wird eine schnelle Runde für mich, leider. Nein, ich hau dich doch nicht direkt raus, Alter. Will ich doch nie tun. Das wird aber zu dir passen, eigentlich. Endstep habe ich übrigens noch einen Trigger. Du schickst die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Verdeckt. Ich darf mir die anschauen und so lange spielen, wie die im Exil bleibt. Mhm. Finde ich sehr gut. Das finde ich nicht so gut. Okay. Ich habe jetzt schon enttappt und gezogen. Mhm. So, dann. Dann bringe ich auf jeden Fall. Ich bin nicht böse, wenn jetzt Removal kommt, das ist notwendig. Ja, die ist auf jeden Fall schon ein Problem, meine Karte. Erstmal hole ich meinen Commander rein. Ich hoffe ein bisschen auf die Adrasi. 2, 3, 4, 5. Ach ja, 2-mal, ja. 5 und mein Commander ist drin. Der kann auch ein Problem werden. Eldrazi Doubler. Ja, aber mehr kann ich gerade nicht machen, daher gebe ich direkt ab. Enttappen, ziehen. Ja, Angry Panda, denke ich mir nämlich auch. Das war mir auch bewusst, als ich das Deck jetzt mitgenommen habe. Mal gucken, wie lange ich das aushalte oder wie viel ich noch mitreißen kann. Im Endeffekt müssen wir uns alle gegen. Wie der Chat sagt, das theoretisch könnte oder müsste es schnell ein 3 gegen 1 werden, wobei ihr natürlich auch die Eldrazis nicht vergessen dürft, das ist auch schnell mal ein Standardziel. Erstmal ein zwielichtiges. Ja, aber du bist gerade die größere Gefahr. Jetzt gerade eindeutig. Daran müssen jetzt gerade 100%. So, ich spiele da zwielichtige Schlammloch. Ja. Ich, für Tappen erzeuge ich farblos. Oder wenn ich halt Wald und Sumpf bezahle und tappe, erzeuge ich 2-mal Sumpf. Mhm. 1-mal Sumpf-Wald oder 2-mal Wald. Ja, das stimmt. So, jetzt. Moin, Ogiger. Hallöchen. Ich würde abgehen. Alles klar, dann untap. Ich hätte eventuell was. Und draw. Vorausgesetzt, wir leben so lange, wir müssen mal schauen. Ja, aber du hast so viel Mana offen. Das einzige Gute, ich habe eine mit Todesbeeren. Das heißt, wenn du mich ich komme bei dir einfach nicht vorbei. Das ist meine einzige. Ich komme bei dir einfach nicht vorbei. Das ist meine einzige Versicherung, dass ich morgen wieder keine Giftmarke kriege. Ja. Darum lasse ich ihn auch schön ungetappt hier. Ich spiele den Fluchtturn als Landward-Turn. Tappen, opfer den Fluchtturn, besuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte und bringe sie getappt ins Spiel. Danach mischen. Dann spiele ich für 1, 2. Ich finde Giftmarken auch mies, ne? Ich meine, du hast im Vergleich zum Leben so wenig, was du haben musst. Ich habe gerade 60% Leben aufgezogen, gefühlt. Und wenn du mal überlegst, wenn du so ein Deckard nur auf Giftmarken baust, dann so schnell gehen. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, ich spiele auf jeden Fall für 3 Mana eine Verzauberung. Verzaubere eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält 1/1 und ist angestachelt. Hey, wo geht das nur hin? Die greift in jedem Kampf an, falls möglich, und greift einen anderen Spieler als mich an. Immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, erhält jede andere Kreatur, die einen deiner Gegner angreift, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Sehr, heißt, ich kann Malte jetzt nicht mehr angreifen, aber ich mache jetzt 7 Poison-Counter-Schaden. Du kannst mich aber angreifen. Könnte ich, lasse ich aber, weil du hast sehr viel Mana und ich muss gleich angreifen und da sterbe ich.
Den Blocker möchte ich behalten. Das Mana lasse ich auch, wenn du bist dran, Fabian. Okay. Du hast große Bürste. Ja, Angry Panda Wave hatte dem Chat auch empfohlen, das mit dem Erpresserschreiben anzustacheln, aber so ist natürlich besser. Untap, Upkeep, Draw. Das Internet hilft man. Ja. Das lasse ich mir noch offen, da können auch andere Sachen kommen. Weil die wollen nicht, dass dein Match in 5 Minuten vorbei ist. Ja, dann spiele ich Khans Bastion, tappen für farblos, oder 4 Mana reindrücken, führe Wucherung durch. Geile das Schöne bei Wucherung und Poison-Countern ist, ich kann auch die Anzahl an Poison-Countern erhöhen. Mhm. Das ist ein gutes Land. Das ist ein sehr gutes Land. Bedeutet das im Endeffekt, wenn du jetzt mit dem einen von uns angreifst dann, und der Schaden geht durch, der ist direkt Hopse? Nein, ich mache 7 Poison Counter, dann muss ich das aber 3-mal aktivieren und dann werdet ihr Hopse. Ja. Okay. Also er könnte in diesem Turn jemanden töten? Nein, okay. So viel Poison Counter habe ich nicht. Ich habe 7 Poison Counter, ich kann das hier einmal aktivieren. Ach, du einmal. Ja, und da kommt ein Counter dazu, aber bei einer beliebigen Anzahl an Targets. Heißt, ich kann sowohl bei mir +1/+1 Counter erhöhen oder bei euch Gift Counter auch zum Beispiel erhöhen. Ich könnte natürlich auch nett sein und bei euch +1/+1 Counter erhöhen, wenn ihr welche habt, aber nee. Das ist noch nicht der Fall. Nee. Genau. Gesehen, nee. Davon nicht in deinem Interesse. Genau, aber was verbindet sich? Was in meinem Interesse ist, ist Soul Ring, schwarz-weiß und ich brauche ein weiteres. Wie viel Mana habe ich gleich noch? Habe ich eh nicht genug für Khans Bastion, also nehme ich das da rein. Spiele für 5 Mana. Das Moda-Ranken, die Moda-Ranken-Renaturierung ist eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, erhalte ich einen Lebenspunkt dazu und ziehe eine Karte. Ist einfach nur als Absicherung, dass ich noch wenigstens ein bisschen Ramp habe. Und damit ich euch. Ach komm, ich bin eh schon die Bedrohung. Ich spiele die Pionierstiefel. Wenn ich, die hat Ausrüsten 2, die ausgerüstete Kreatur hat Nicht-Standard-Land-Tarnung. Sobald die ein Nicht-Standard-Land kontrolliert, kann die nicht mehr geblockt werden. Ja, das ist bei den meisten Leuten der Fall. Nein. Was hat für eine Scheiße? Oh Gott. Ich gehe im Combat. Ich bin gezwungen anzugreifen, da sterbe ich, da darf ich nicht wegen der Enchantment. Ich muss leider bei dir vorbeikommen. Die Clear Attackers. Any Reaction Blocker oder? Hast du irgendwas? Ich habe ja nur meinen Commander, den aber ich gerade mal reingeholt habe. Ich fliege. Nein! Das ist fliegend Wasser. Ja, dann habe ich keine Wahl, der geht durch. Also zum Glück hat die Turmschlange noch Reichweite. Ja, du kriegst 7 Poison Counter. Und ich habe. Nee, Nelly ist noch nicht im Spiel, ne? Nee. Dann, ja, Malte, gib mal bitte 2 Würfel. Ja. Das sind grüne Würfel. Ja, danke. Oh mein Gott. Musstest du das im Stream spielen? Das ist schnell vorbei, glaube ich. Ich habe schon nie gespielt. Ich wusste, also ich dachte, ich werde einfach nur komplett zertrashed und kann nichts machen. Aber dafür funktioniert das sehr gut. Ich kann mir ja jederzeit die exalte Karte angucken. Habe ich nicht genug. Dann würde ich in meinen Endstep gehen. Da ist bei jedem Gegner, der 3 oder mehr Poison Count hat, exalt bitte verdeckt die oberste Karte seiner Bibliothek. Weil du hast auch 3 oder mehr. Ich darf mir die jederzeit anschauen und spielen. Oh, im Baumling werden mehr geklaut als beim Clown. Ja, nee, ich kann sie spielen und wirken. Also könnte ich auch Länder davon spielen. Das ist doch schön. Hm. Ja, und damit habe ich abgewiesen. Hast du dein Deck? Boah. Chat findet es. Also, ich gebe mal ab. Ich glaube, Chat findet es super. Nee. Nee, ich glaube nicht. Engel hat geschrieben: Ich liebe das Nelly-Deck. Wer auch immer das Precon gebaut hat, hat keine Freunde. Super, nein, ja. Du hast gerade auch keine. Also. Nee, überhaupt nicht. Ja, Poison Eldrazi hat mich ja auch gesagt, als er unseren Aufbau hier gesehen hat, als wir die Decks genommen haben. Guck mal hier, Orgi liebt Poison Decks. Der hat auch keine Freunde. Ich weiß nicht, ob das Ironie ist, das erkennt man so schlecht übers Internet, aber. Ja, infekt muss raus. Die Farbe muss raus. Okay, ich spiele auf jeden Fall Grab des Geisterdrachen, erzeugt ein beliebiges oder für 2 Tappen. Mhm. Kann ich, du erhältst für jede farblose Kreatur, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt dazu. Dann bringen wir doch auch mal was ins Spiel. Lebenspunkte sind nicht so relevant, wenn okay, das sind zwei beliebige. Die beiden nutze ich jetzt einmal für Insel und Wald. Wegen des Kreaturtypens, das passt auf meinen Commander und dann spiele ich noch ein beliebiges. Hab dann hier Schnappender Fallkriecher. Der hat 1/3, ist Fall, diese Kreatur hat keine Farbe, erzeugt 2 beliebige Mana fürs Tappen oder für 4 farblose ziehe eine Karte.
So, und dann kann ich den ja im Endeffekt tappen, dass ich... Der Summoning Sickness, also Einsatzverzögerung, wir spielen ja auf Deutsch. Okay. Hätte der Eile, könntest du den direkt tappen, aber ist ja nicht der Fall. Okay, dann... Wie teuer ist dein Duplizieren? 2 Mana. Das ist keine Legendary, wenn du nichts mehr hast, könntest du den dafür duplizieren stattdessen, dass du 2 davon hast. Weil du kannst ja, wenn du Eldrazi-Spells castest, für 2 Mana die doppeln. Mhm. Wenn du also jetzt sonst nichts mehr hättest mit deinen restlichen 4, könntest du dir auch einen 2. davon holen. Was ist eigentlich für nur 4 Mana? Mhm. Und der bleibt dann dauerhaft? Ja, der ist einfach eine Kopie. Okay. Ist jetzt die Frage, ob ich das mache oder doch lieber noch was reinhole. Mhm. Egal, was du machst. Also eigentlich, das musst du sozusagen auf Cast entscheiden. Das heißt, entweder entscheiden, kommt der rein oder kommen 2 rein. Und dann kannst du erst was weiteres spielen. Okay. Also du kannst natürlich überlegen, ob du was weiteres machen willst. Und dann warten wir natürlich. Das ist ja kein Problem. Soll ja auch casual sein, auch wenn Feuer dabei ist. Ich wollte sagen, warum bist du da dabei? Ja gut, die Karten kamen günstig, hätte anders laufen. Ja, also eindeutig. Das war die mit Hellsicht. Da habe ich gesagt, die lasse ich oben. Nee, dann mache ich lieber hier meine... Machst du eine Kopie? Mana Base, genau. Hm? Ich mache eine Kopie davon. Du müsstest Copy Tokens da drin haben. In den Precons sind eigentlich alle Tokens drin, die man braucht. Bei manchen haben sie es ein bisschen suboptimal gemacht, da ist das nicht der Fall. Aber normalerweise sollten da. Dann sieht man das besser. Genau. Also, ja, einmal eine Tappenkarte, 4-mal eine Tappenkarte ziehen oder 2 Zeugen. Mega, den kopiere ich direkt. Die Karte ist für mich. Ja. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall. Der hat Wachsamkeit, jeder andere hat. Du bist der Erzfeind Nummer 1. Ich bin Erzfeind. Du bist ich bin. Der, auf dem der Fokus liegt. Auch vor Duskmourne bin ich schon Erzfeind. Das ist, kann ich mit leben. War mir eigentlich klar. Und der hat Wachsamkeit. Fliegend Wachsamkeit, 4-7. Kreaturen macht er Schaden in Form von -1/-1 Countern. Heißt, das wird nicht regeneriert. Ja, bringt eh nichts. Du kannst ihn eh abblocken und dann gib mal eine Hops, so dann gebe ich ab. Das ist unfassbar. So. Ich spiele einmal den Befehlsturm. Ne, mit Tappen erzeuge an Mana eine beliebige Farbe der Farbidentität des Commanders. Und dann spiele ich für einen Wald und 2 beliebig. Zugriff des Kodamas, das ist eine Hexerei. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, zeige sie offen vor, bringe eine davon getappt ins Spiel und nimm die andere auf deine Hand und mische damit. Und dann wäre ich auch fertig. Raussuchen? Ja, okay. Ich mach das gut. Weil ich brauche da. Ja, in deinem Endstep tappe ich den Fluchttunnel und opfer den Fluchttunnel, damit ich eine getappte Standardlandkarte ins. Getappte Standardlandkarte ins Spiel bringen kann. Dann such mal. Ja. So, dann haben wir noch. Ja, das Eldeck, das ist auch wirklich cool. Das macht auch Spaß. Haben wir auch im Stream schon öfter gehabt oder auch hier im Laden wird das ab und zu gespielt. Das ist schon ganz lustig. Vor allem, weil das halt auch den anderen noch Payoffs gibt, wenn man Karten ziehen kann. Ich habe einmal so einen Falt rausgeholt. Ne? Eine davon fällt, eine Hand oder was war das? Ja, eine kommt getappt ins Spiel und eine bin ich auf meine Hand. Ja. Eine Ebene getappt. Okay, ja, natürlich mag man selber Poison spielen und hasst es, wenn die Gegner das haben. Das ist ja bei den meisten ekligeren Decks so. Jetzt, ob Yu-Gi-Oh! Oder Magic besser ist, dürft ihr unter euch ausdiskutieren. Da möchten wir hier eine neutrale Meinung behalten. Es wird beides im Laden gespielt. Ich habe eine persönliche Meinung. Schummelst mit Sicherheit, aber das kann ich akzeptieren. Dann gehen wir in Untap und Draw. Also ich habe eine persönliche Meinung, was Yu-Gi-Oh! Und Magic angeht, aber wir sind ja hier neutral bestimmt. Ich will nicht hören, weiß Fabian. Ich nicht. Geht nicht für den Stream, stimmt. Genau. So, dann spiele ich Nadelfels Plateau. Das kommt getappt ins Spiel als Land for Turn. Dann tappe ich 1, 2, 3 und 4 für meinen Commander. Und das Mana lasse ich mir offen und dann bist du dran, Fabian. Wie viel Mana hast du offen? 2, 3, 4, 3. Okay. Untap, Upkeep, Draw.
Auf meine Karten zu spielen. Spiele ein Land for Turn. Aus den exilten Karten. Ich bräuchte sozusagen hier für 4. Ne, dann passt das ja nicht mehr. Ich möchte gerne für 2 Mana die Pionierstiefel equippen, wodurch ich nicht standardlang Tarnung hätte. Geht durch? Gibt Reactions, sonst was? Ja, nichts. Okay. Dann gehe ich in Combat. Ich habe nicht Standardland-Tarnung, du hast nicht Standardländer. Ich möchte dich jetzt nicht killen, dich darf ich nicht angreifen. Mhm. Also würde ich für 7 Infekt bei dir vorbeikommen. Unblockable. Ich habe noch grüne. Okay. Hab ich nicht. Also wir müssen den jetzt loswerden, ansonsten stirbt einer von euch im nächsten Turn. Ja. Oder er macht seinen Schaden mit weg, dann stepp ich. Ich krieg die nächste Runde weg. Moment, das ist ein Sonnenring. Ändert das was? Nee, ne? Wie viele Mana habe ich da? 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt 7. Ändert nicht wirklich was. Insgesamt 7, 6, 4. Nee, machen wir so. Ich brauche ein. Habe ich hier grün drin? Nein. Grünes Mana. Ups, 2 weitere. Das kann ich mir eh nicht leisten. 3 weitere. Also insgesamt für 4 spiele ich die Hexerei Erweiterung der Sphäre. Schaue dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bringe davon bis zu 2 Länderkarten getappt ins Spiel und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Falls auf diese Weise weniger als 2 Länder ins Spiel gebracht hast, führe so oft Wucherungen durch, wie die Differenz beträgt. Falls ich jetzt also kein Land reinbringe, würde ich 2-mal Wucherung durchführen. Also wir schaffen was alle weg. Das lohnt, ja. Zufällige Reihenfolge bringe alle Karten unter meine Bibliothek und führe 2-mal. Nee, das ist auch nur eine Fähigkeit, aber auch auf Fähigkeiten kannst du reagieren. Oder worum ging es gerade? Boxenjoe bei Ausrüsten. Ich führe 2-mal Wucherung durch. Gehe hier auf 9, da auf 9 und du brauchst noch einen Würfel und gehst auf 8. Ja. Cool, Fabian. Danke. Spaß macht das auf jeden Fall. Ja, sorry. Also, ja, es macht Spaß, aber es für ist... Für dich. Ist auch cool. Das muss noch betont werden. Ja, ich habe Spaß. Wie kriege ich mehr? 2? Was? 2 kriegst du mehr. Ich habe 2-mal Wucherung durchgeführt. Danke. egal. Ich gehe in meinen Endstep. Ihr alle, weil ihr habt alle 3 oder mehr. Exile die oberste Karte in eurer Bibliothek. Ich darf mir die anschauen und jederzeit spielen oder für Mana beliebiger Farbe wirken. Ah, ist außer Hand. Schade. Grünes von der. Ja, macht Sinn. Bitte spielen die es nie wieder. Doch, vielleicht. Aber nur gegen dich. Danke. Bitte. Ja, und dann würde ich abgeben. Info, ich bin mir relativ sicher, ihr müsst mich töten, weil ich kann nächsten Zug auf jeden Fall Wucherungen durchführen. Ja. Ja, pass. Dann war's, glaube ich. Die schnellste Streamrunde ever. Ja. Das ist übrigens Precon, ne? Ja, das ist so insane. Wie heißt das Deck? Wo kann ich das kaufen? Steht nicht hier drauf, glaube ich. Das ist aus Phyrexia All Will Be One. War gar nicht so teuer. Ich habe mir ein 2er-Pack davon, da gab es 2 Decks für 70 Euro. Irgendwo die größte Ordnung. Also. Sehr nice. Ja gut, zunächst einmal, das was ich auf jeden Fall mache ist, den spiele ich für Insel, 2 beliebige. Da spiele ich jetzt Gefangen im Mond. Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur, ein Land oder einen Planeswalker. Das verzauberte permanent ist ein farbloses Land mit. Erzeuge ein
farbloses und verliert alle anderen Kreaturtypen und Kartentypen und Fähigkeiten. Mhm. Ja, generell ist das Super Commander Removal. Also ich vermute, es geht auf meinen Commander. Ne? Ja, klar. Ja. Schutz. Also kann gerne resolven, aber der ist ja mit einer anderen Ausrüstung dran. Immer wenn das aufgeopferte Exoskelett von einer bleibenden Karte gelöst wird, opfert die bleibende Karte. Er wird ja ein Land, an Länder können keine Ausrüstung angelegt sein. Heißt, sie würde abfallen. Wenn die abfällt, opfere ich nicht die Kreatur, sondern bleibende Karte. Das würde auch auf das Land triggern, wodurch er dann zerstört wird. Normalerweise ist Gefangene im Mond ja eine der wenigen Karten, die ein Commander permanent rausnehmen kann. Das ist einfach nur Removal jetzt gerade, wenn du das machst. Also hat es ja schon der ist okay, gesagt, also aber dann stirbt der einfach. Na, du hast so viel mehr, aber dann kannst du zu. Ich kann im nächsten Zug nicht angreifen. Ja. Genau. Aber er kann trotzdem Wucherung machen. Oder? Ja, also dafür müsst ihr mich töten. Also ihr müsst mich töten, sonst. Geht ja nicht. Aber warum fliegt er dann raus? Weil normalerweise. Ja. Normalerweise ist das eine der wenigen Sachen, du würdest das hier machen, genau. Ist ein Land, kann nichts mehr machen. Genau. Sondereffekt ist jetzt das, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, das Exoskelett. Weil wenn das ein Land wird, fallen ja Ausrüstungen ab. Ausrüstungen können nur an Kreaturen angelegt sein. Also aber er wird ja nicht zu einem Land im Sinne von, dass er, da steht ja nicht, er wird zu einem Land, sondern er hat nur diese Fähigkeit, genau. Nee. Und er ist eins, er ist danach nur noch ein Land, er verliert alles andere. Problem, ja, und verliert alle anderen Kartentypen und Fähigkeiten. Heißt, er ist keine Kreatur mehr, er ist kein Phyrexianer oder Engel mehr, er hat die ganzen Effekte nicht mehr und deswegen fällt dann auch die Ausrüstung ab. Okay. Normalerweise ist das nicht so schlimm, aber ja. Die sagt halt, wenn die von der bleibenden Karte gelöst wird, opfer die bleibende Karte. Okay. Heißt, ich opfere meinen Commander, dadurch fällt das weg, weil der abfällt, ich... Lass dir in meinen Friedhof gehen, tatsächlich. Das ist nicht gut. Und weil er stirbt, erhalte ich einen Lebenspunkt dazu, wegen meinem Enchantment und ziehe eine Karte. Weil ich lese gerade im Internet, da fragt einer die Kartenhüllen. Genau. Weißt du, wovon die noch sind, wo du die aus dem Internet bestellt hast? Oh, weiß ich nicht. Weil da steht, könntest du so gut sein und verraten, was für Sleeves da sind. Mhm. Wo haben wir die her? Das... Die waren, ich habe aus vielen verschiedenen... Kennt ihr die Marke noch? Ob das irgendwie Dragon Shield oder sonst was war? Nee, das war auch relativ günstig. Da waren, glaube ich, 1000 Hüllen für, ich glaube, 10 Euro oder so. Boah, 30 Euro oder 40 Euro. Also das ist auf jeden Fall ein No-Name-Hersteller. Das ist jetzt nicht irgendwie Dragon Shield oder diese Katana-Sleeve. Aber die sehen ja cool aus und die fühlen sich ja auch ganz gut an. Ich habe gedacht, Gif... Und die fühlen sich an, als würden die richtig gut sich auch mischen lassen. Und ich habe gedacht, so Gif grün Claudeck. Ja. Muss ich mal überlegen. Ich schaue gleich mal auf dem Handy. Ja. Genau, ist immer noch dein Ja, zumindest habe ich den jetzt einmal Ja, der Commander ist weg. Rausgeschickt, dann kann er einmal schon mal nicht angreifen. Weil ich bin gerade, muss irgendwie überleben. Ja, du musst ihm jetzt so viel Schaden wie möglich machen. Wir müssen ihn töten, ansonsten stirbt ihr beide in seinem nächsten Turn Safe Call. 1, 2, 3, 4. Auf jeden Fall. Da bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt Karte klaue. Ich hatte so viel Mana hier liegen. Schade. Also wir müssen ihm jetzt irgendwie 40 Schaden machen. Also wenn ihr auf den Twitch-Chat hören wollt, sagt Angry Panda Mefa Full Swing, also mit allem Hauen. Ja klar. Ich habe keine Blocker. Wenn ich nicht sterbe, seid ihr tot. Ja. Das sage ich so. Malte auch höchstwahrscheinlich. Ja. Dann gehen wir hier doch mal auf Nummer sicher und machen dann etwas mehr Schaden, weil ich habe nur 2 Fünfer und 1 Dreier. Das ist ja nix. Ja, besser als machen nix. Machen wir 2, 3, 4... Dann muss ich jetzt einen von denen tappen. 5, 6. Geht nicht anders. 5 will ich noch spielen. Mhm. Und zwar verlassenes Monument. Farblose Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2. Immer wenn du ein Permanent für farblos tappst, erzeuge ein zusätzliches farbloses. Mhm. Immer wenn du einen farblosen Zauberspruch wirkst, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Weil du sozusagen 1 Floating hättest, könntest du auch zum Beispiel das hier einfach nicht tappen. Dann hast du es noch übrig. Weil der hat dir 2 gegeben, nur das 1 zu viel, theoretisch. Ah, okay, ja, den musst du für 2, dann kannst du das lieber offen lassen, weil das macht jetzt ja auch 2. Ja, kannst du mir kurz die Würfel für plus geben? Also jetzt bekommen alle meine Kreaturen +2/+2. Mhm, als Status-Effekt, genau, kannst du mir noch einen geben? So, dann habe ich wenigstens minimal mehr Angriffspower, auch wenn ich hier kaum was habe. Dann ist fliegend, ich greife dich auf jeden Fall mit beiden an. Ja. Das sind dann 4, 7 Schaden. Genau. Ich bin auf 34.
Den Rest müsst ihr machen. Ja. Mehr kann ich gerade nicht. Oder vielleicht, also ja, ihr könnt, wenn ihr jedenfalls so einen Stifle-Effekt habt, ausgelöste Fähigkeit oder Land Destruction wäre jetzt notwendig. Ich gebe mein Bestes. Ne? Also ich glaube, es ist eine der stärkeren Karten in diesem Deck. Hoffe ich, weil sonst ist das widerlich stark. Nö, ist die schwächste Karte, habe ich gehört. Ja. Ist mit. Mit, ja. Aber das ist schon sehr gut funktioniert. Ich spiele das noch für 7 Mana. Der Gehirnliebdrache, der ist fliegend, 6/6. Zu Beginn deines Endsegmentes schickst du die oberste Karte der Bibliothek jenes Spielers ins Exil. Du kannst jene Karte ziehen, solange sie im Exil bleibt. Falls du auf diese Weise einen Zauberspruch wirkst, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Und immer wenn ein Nicht-Land permanent, das ein Gegner besitzt, unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner Lebenspunkte in Höhe seines Mana-Betrags. So, ich greife dich jetzt noch an. Das sind nur 3. Nehme ich. Mehr kann ich. Malte, du musst 31 Schaden machen. Ich bin dabei. Also, bist du fertig? Ja. Untap. Also, ja, du musst ja. Achso, gut, das sind deine Handkarten. Ich dachte schon, du räumst deine Länder schon weg. Oh. Nee. Noch habe ich hier hoffentlich aufgegeben, wobei die klein ist. 31 Punkte. Ja, das. Das wäre ein guter Zug, wenn das so klappt. Dann tippe ich. Wir brauchen einen Boardwipe. Hilft nicht, weil die Counter verliert ihr nicht und Land braucht. Also ich tapp 3. Ich hab was, womit ich nur Kreaturen will. Du bräuchst was, damit auch alles andere wegkommt. Ja. Ich tapp 3 für Loran vom dritten Pfad. Wachsamkeit, wenn Loran vom dritten Pfad ins Spiel kommt, zerstöre bis zu einer Artefakt oder Verzauberung der Wahl. Dann nehmen wir den hier. Und dann tappen du, der Gegner deiner Wahl zieht dir eine Karte, aber die hat ja Einsatzverzögerung. Dann müssen wir noch irgendwie nicht. Kahns Bastion ist weg. Ihr beide dürft noch Karten ziehen und Malte auch. Jeder eine, Malte 2 wegen Nelly. Danke, Henry von der Mefa, habe ich mir total nicht dran gedacht. Ich darf 2 ziehen, ja. Ja. Stimmt. Danke dafür. Gerne immer erinnern. Man kann schnell mal Trigger vergessen, sowohl casual als auch vor allem hier im Stream, wenn man noch mal ein bisschen links, rechts guckt. Ja. Gerne Bescheid sagen. Danke. Die Kahns Bastion, die muss irgendwie weg. Ja. Aber ich. Das Problem ist, in den Precons ist sehr wenig bis kein Landhate drin. Mhm. Hier könnte eine Wasteland oder so drin sein zum Opfern. Ich glaube bei mir gar nicht. Ja, dann greife ich dich mit 2 an, Fabian. Für 4? Für 4 Damage. On Attack. Wenn die Nelly angreift, darf ich eine Kreatur verdächtigen. Die Kreatur ist angestachelt. Hab nix. Du hast nix, aber dann würde ich. Ich hab nix. Deinen Commander nehmen. Mhm. Dann da tappe ich noch 2 Mana für. Also meinem zweiten Main tappe ich noch 2 Mana für unsterbliche Pflicht. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners unter dessen Kontrolle mit einer Verpflichtungsmarke ins Spiel zurück. Solange die Verpflichtungsmarke auf der Kreatur ist, ist sie angestachelt und kann mich nicht angreifen und kann die mich nicht blocken. Krieg ich meinen Commander wieder? Ja, du kriegst deinen Commander wieder. Dann sterbe ich vielleicht nicht in der Runde, weil ich kann da nicht mehr Schaden machen. Ich leg da mal daneben, damit wir das wissen. Mhm. Danke. Hättest du den zurückholen können? Ja, ist aber irrelevant. Okay. Hm. Nee, ist nicht irrelevant. Doch, ja, doch ist. Doch, für uns beide schon. Ja, ich hab das Land getappt, dann sind wir weg. Ja. Ja, dann bist du dran, ich hab nichts, kann nichts tun. Untap! Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt nicht sterbe. Upkeep, draw! So, ich brauch hier 2 schwarz, 3 weitere. Hier brauche ich. Ja, komm. 4 Mana, 2, 3, 4 in Kahns Bastion. Wucherung! Irgendeine Reaktion? Der hat jetzt kein Summoning Sickness mehr, ne? Doch, hat er. Du musst den. Ich wieder dran? Ja, du musst den seit Beginn deines letzten Zuges kontrollieren. Ja, okay, dann kann ich nichts tun. Ich kann nichts machen. Nein. 4, 10, 10, 9. Wir haben die ersten beiden Toten. Ich hasse dich. Jeder. Dann, hey, Malte! Wie spielen wir gerade? Wir spielen schon ganze 40 Minuten. Ah, cool. Malte, ich tappe 2 schwarz, 3 weitere. Ein Spieler deiner Wahl, das bist du, zieht 3 Karten. Ja. Verliert 3 Lebenspunkte. Ja. Kriegt
drei Griff-Counter. Das war's. Warte. Was ist ein Counterspell? Aber das Deck ist gut. Kann man schon sagen. Ja, ich habe einen Mana zu wenig. Das ist gut. Also kriegst du drei? Ja, ich habe einen Mana zu wenig. Walter hat 12 Poison-Counter. Ja, GG. Das. Ja, ne? Chat, das war mal wieder eine Runde. Eindeutig Precon-Level Commander. Super Deck. Komm vorbei, kauf das Deck hier weg. Lass das keinen hier holen, der gegen mich im Laden spielt. Ich möchte das nicht sehen. Melly hat Wachsamkeit, ja, aber danke trotzdem. Ja, kauft das leer, bevor Leute das spielen. Nein, so schlimm ist das nicht. Kommt gerne vorbei, kauft euch Decks. Kommt mal hier spielen. Auch wenn es nicht so aussah, ich hoffe, die Leute hatten trotzdem Spaß. Ja, hier. Ja. Wir haben ja noch zwei Runden, ihr dürft gleich auch noch zwei Matches sehen. Ich glaube, es ist wieder so ein komplettes Theme-Match gleich angedacht. Seht ihr dann aber gleich. Ja, hatte ich auch gehört. Seht ihr gleich, ich weiß nicht, wie der Stand war. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.